Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, wir haben den Antrag in der Form schon 2017 gestellt. Wir haben jetzt 5 Jahre später und ja, wir dachten, es wäre an der Zeit, nachdem es inzwischen den Pakt gegen Armut gibt, nachdem inzwischen die Zahlen weiter gestiegen sind, dass auch Sie so weit sind zu sagen, wir müssen, wir brauchen da ein Gesamtkonzept, wie wir am besten vorgehen. Wir finden Armut und Reichtumsbericht hilft dabei, auch die Gesamtlage zu betrachten. Natürlich haben wir vielleicht nicht, geht es gar nicht so sehr, die Millionäre zu betrachten in der Stadt in Kassel. Aber wenn wir auf der einen Seite Haushaltsüberschüsse haben und auf der anderen Seite eine steigende Altersarmut, eine steigende Kinderarmut, dann müssen wir das ins Verhältnis zueinander setzen und gucken, für welche Gruppen brauchen wir besondere Maßnahmen. Der Pakt gegen Armut, also Frau Lipschick hat gerade als Beispiel genannt, die Brückenfinanzierung von Aktiv. Das ist ein tolles Projekt, das auch richtig gut funktioniert hat. Und es hatte ein Problem, es war befristet. Und dadurch war, als bis diese Finanzierung beschlossen wurde, waren manche, die sich eingearbeitet hatten, die Beziehungen vor Ort aufgebaut haben, gar nicht mehr da. Und natürlich kann man sagen, das wissen wir doch eigentlich, dass befristete Sozialarbeiterinnen, das ist nicht gut ist für die Sache. Das wissen wir doch eigentlich, dass projektfinanzierte Projekte halt nicht funktionieren, um langfristig aufzubauen. Und trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir mit so einem Armuts- und Reichtumsbericht, wenn wir Maßnahmen identifizieren, um langfristig und nachhaltig nach vorne zu kommen, dass es dann nochmal untermauert ist, warum wir dann vielleicht weg von Projektfinanzierung eher zu einer institutionellen, eben auch im Sozialbereich müssen. Um genau zu gucken, wie können wir denn ganz gezielt zum Beispiel Alleinerziehende unterstützen. Der Pakt gegen Armut wurde genannt. Ich finde ihn an vielen Stellen gut. Ich finde, er hat aber nach wie vor ein Problem. Ein Pakt zu gründen, ist nicht die Maßnahme gegen Armut. Ganz abgesehen davon, dass die Betroffenen ja mit am meisten an diesem Pakt fehlen, sondern es ist dann, wenn auch darüber geredet wird, was sind denn die Maßnahmen der Stadt? Also nicht nur, wie können wir besser beraten, hier kommen wir an die Leute ran, sondern tatsächlich, was sind die Maßnahmen der Stadt, wenn wir feststellen, Wohnen ist ein Problem, weil günstige Mieten bekommt man nicht, dann kann die Stadt da selber Maßnahmen ergreifen. Aber darüber wird, finde ich, in dem Pakt noch zu wenig geredet. Ich hoffe, bei den Handlungsempfehlungen, ich kenne sie noch nicht, sind genau auch so Sachen mit drin, Bildung und Teilhabe, statt irgendwie für einen 3-Euro-Schulausflug, ist ja genannt worden, jedes Mal einzeln zu betreiben. Was sind Maßnahmen? Nee, ich glaube nicht, ich stelle mir da gar nicht 100 Seiten oder 200 Seiten Papier vor, weil einfach nur Papier bringt uns nicht weiter. Sondern eben, es gibt ganz viele Zahlen, aber es geht darum, sie zu bündeln und zu gucken, was sind Maßnahmen, die wir speziell für die Situation in Kassel noch viel besser voranbringen können. Von daher, nee, es ist nicht ein Zurück in die Vergangenheit, es ist eher die Hoffnung, dass wir einen Schritt nach vorne kommen, aber anscheinend sind sie noch nicht so weit.